Die News der Woche Nummer 23. Die Fliede zu Personal. Musik in Nürnberg. Der Filmcamp lädt ein. Drei Tage. Musik für die Zehntausenden Fans, die in Nürnberg am Zeppelinfeld vor Ort waren und aus aller weiter Ferne angereist sind. Auf den drei Bühnen spielten über 70 Bands, wie zum Beispiel Tote Hosen und viele andere Bands. Oder auch Rapper. Auf der Nordbayern-Seite wurde live über das Festival berichtet. Natürlich gibt es immer wieder Lob, sondern auch Kritik beim Festival. Viele sahen auf Facebook der Rap auf einer Veranstaltung wie Bock am Park überhaupt nicht zu da hingehören und echt lieber lieber was anderes her soll. Kritik einfach von den SchreiberInnen, die auf Facebook so schreiben. Es ist nichts was Neues. In der Fliede wird weiterhin an Fliede Personen innen Fachmangel immer noch weiterhin dienen. Da haben wir in Rot ja auch schon gemerkt, auch der lange Nacht der Ausbildung dieses Jahres. Ich warnt auch die Diakonie Bayern. Für die weitere Jahre wird gerechnet, dass mehr Fliedekräfte gebraucht wird. Und dass in den nächsten Jahren bis 2030 oder 2035 circa 5 bis 6 Millionen Gepflegte gekümmert werden müsste von älteren Menschen oder die gepflegt werden müssen. Das waren wieder die News der Woche 23 für diese Woche. Nächste Woche könnt ihr auch einen Beitrag über Timo freuen, der eine Möglichkeit, KünstlerInnen einen offenen Ohr hat. Aber was denn auch? Das erfahrt ihr in einer Woche. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Für die Teil der Menschen ist ab Donnerstag schon vielleicht Feier. Feiertag. Und für die anderen tut es mir leid, aber euch eine schöne
Woche wünsche ich euch. Hab einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Nuss der Woche.